Guten Tag, meine lieben Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Und zwar haben wir uns gedacht, für das heutige Video wollen wir eine Geschichte erzählen. Aber nicht irgendeine Geschichte irgendwie vorgetragen, sondern quasi eine Live-Geschichte. Moderator Leon Franke wird gleich jeweils den Begriff, 15 haben wir insgesamt, vor die Kamera halten, dann den zwei Kontrahenten vorzeigen und die werden daraus eine Geschichte basteln müssen. Und wir werden sehen, was am Ende dabei rauskommt. Die zwei Kontrahenten werden sich dann noch gegenseitig vorstellen. Wir fangen an. Das ist die Silvi Schmidt. Und Silvi spielt für die Haselsteinschule und die Grundschule Höften. Das ist Myria Hüter und sie spielt für die ALS. Sehr schön. Dann wollen wir auch gar nicht lang drum rumreden und wir fangen an mit unseren Einleitungssätzen und dann werde ich an euch übergeben mit den Begriffen. Also. Es war einmal eine Stadt im Schwabenland. In dieser Stadt gab es ein Team freundlicher Schulsozialarbeiter. Alles schien friedlich zu sein, bis sie eines Tages. Startest du? Ich dachte du. Nö, okay. Bis sie eines Tages die Internetseite YouTube entdeckten, ne? Und ganz fasziniert waren und auch schockiert, was sich da alles so rumtreibt. Wie der traditionelle Schulsozialarbeiter so ist, so trinkt er doch sehr gerne eine Tasse Kaffee und isst einen Kuchen dazu. Und als einer unserer Schulsozialarbeiter aus dem Team eines Tages so mit einer Tasse Kaffee und einem Kuchen durch YouTube scrollte, fiel ihm etwas Gefährliches auf. Er erblickte ein Video, in dem ein schwarzes, dunkles Paket geöffnet wurde. In diesem Paket befand sich eine Rolle Klopapier, aber es war kein normales Klopapier. Es war ein legendäres Klopapier, das goldene Klopapier aus der Legende, das goldene Klopapier. Der Schulsozialarbeiter stellte weitere Nachforschungen an. Und wie jeder weiß, benutzt man dazu auch gerne die Plattform Instagram. Dort fand er heraus, dass das legendäre goldene Klopapier schon seit langer Zeit verschollen war. Ehrlich, wie der Schulsozialarbeiter immer ist, schrieb er einen Brief an den ursprünglichen Besitzer des goldenen Klopapiers und schrieb ihm in diesem Brief, dass er das goldene Klopapier in einem YouTube-Video gefunden hat. Der ehemalige Besitzer des goldenen Klopapiers lebte auf einer Burg und da diese Burg nicht so gut an das deutsche Postnetz angeschlossen war, dauerte es sehr, sehr lange, bis der Brief endlich dort ankam. Als der Brief ankam, freute sich der Burgherr, der Besitzer des goldenen Klopapiers ist, so sehr, dass er seinem Burgkur befahl, auf den Balkon zu gehen, um einen wunderschönen Balkongesang zu starten. Er freute sich so sehr, dass er sogar kurz darüber nachdachte, eine Feier zu veranstalten, weil das Klopapier wieder gesichtet wurde. Doch dann beschloss er, es ist nicht Zeit für eine Feier, denn das Klopapier ist ja noch nicht aufgetaucht. Schweren Herzens musste der Burgherr Abschied von seiner Burg nehmen, um sich auf die Suche zu machen nach dem goldenen Klopapier. Dabei half ihm ein Bild, das er damals von sich und seinem goldenen Klopapier machte, frisch als er es eingekauft hatte. Denn das war das Bild, nach dem er vergleichen konnte, ist es das goldene Klopapier oder ist es das nicht. Am liebsten, ne, riss der Burgherr für Fotos Stücke von dem goldenen Klopapier ab, stopfte es sich in seine Backen, ne, und machte dann Hamsterbacken. Fotos mit dem goldenen Klopapier in seinen Backen. Das ist sowas wie Duckface. Das kann ich nicht, ich will einen neuen Begriff. Wir haben nur noch Alter, zwei. ich kann sagen, Wir haben nur noch zwei Begriffe. natürlich
natürlich war das goldene Klopapier ganz schön fest immer in seinen Backen fest. Deswegen benutzte er gerne eine Sauglocke, die er an seinen Mund steckte und so das goldene Klopapier rauspumpte. Das Finale macht was draus. Der Burgherr machte sich überall auf die Suche nach dem goldenen Klopapier. Doch dank dem Hinweis der Schulsozialarbeiter aus Winnenden, die das goldene Klopapier auf Instagram und YouTube gefunden haben, war dem Burgherrn bald klar, dass sich das goldene Klopapier am Fuße des Mount Everest befinden müsste. Nachdem er dorthin gereist war, was sehr, sehr schwierig war mit den ganzen Corona-Verordnungen und den Reiseschwierigkeiten, war er dort und fand auf einem der Lager am Mount Everest, kurz bevor die Leute hochstiegen auf den Berg hinauf, fand er einen Wanderer mit dem goldenen Klopapier. Die End. Okay, also vielen lieben Dank fürs Anschauen. Vielen Dank an euch zwei für diese doch sehr kreative Geschichte. Immer wieder gern. Kein Ding. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Macht's gut. Ciao. Tschüss.